Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier auf dem E-Day in Bremen-Blumenthal. Ich wollte zwar ein paar Livestreams machen, habe ich auch gemacht, aber der Livestream oder die Livestreams, die ich versucht habe, sind zwischendurch abgebrochen. Und hinter mir rockt die Band Rockalots gerade im Soundcheck. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Auf jeden Fall zeige ich euch hier ein paar Impressionen vom heutigen Tag. Die habe ich jetzt zusammengeschnitten in der kurzen Zeit, die ich mal zur Verfügung hatte, um zu filmen. Wenn ihr da wart, wisst ihr, dass ich immer von links nach rechts, von oben nach unten gerannt bin, zusammen mit Stefan Schrumpf. Wir haben das hier so ein bisschen organisiert, die Community betreut und euch die Parkplätze gezeigt und das Ganze so ein bisschen am Laufen gehalten. Viel Spaß bei den Bildern. So, Daniel, Max und Mailin, ihr habt gerade eine Probefahrt gemacht mit dem Tesla Model X. Wie war es denn so für euch? War es das erste Mal Tesla fahren? Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Wir fahren selber einen Tesla. Wir haben Model 3. Ne? Aber Model X ist natürlich echt was anderes, das muss man nochmal sagen. Also viel mehr Platz hinten zum Sitzen und so. Also das ist schon echt schön. Und ihr seid noch mehr in der Familie oder seid ihr nur mit zwei Kindern unterwegs? Meine Frau versteckt sich gerade da vorne. Die möchte wahrscheinlich nie mit aufs Video. Genau. Okay. Aber wir sind zu viert. Wir haben letztes Jahr einen E-Golf gehabt. Haben den Probe gefahren, wollten erstmal mit der Elektromobilität so ein bisschen Kontakt bekommen und sind dann nach einem guten Jahr zu dem Schritt gekommen, okay, also Elektromobilität ist geil, macht mega Spaß und es gibt nichts anderes mehr. Und dann haben wir gesagt, wir verkaufen den E-Golf und haben uns ein Model 3 bestellt. Move Electric. Ja, mir fiel nichts Besseres ein, als ich mir ein Elektroauto gekauft habe, den Kanal Move Electric. Um die 140 Fahrzeuge. Das ist, glaube ich, ein kleiner Applaus wert. Reicht aber nicht, um Hauptschlag. Noch nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Wir hatten 300 letztes Jahr, aber wir machen das auch schon ein paar Jährchen länger. In Horn. Aber reicht gut ab. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, bin wirklich begeistert von der Veranstaltung hier, von der Atmosphäre, von der Organisation. Also wirklich eine tolle Veranstaltung. Wirklich Kompliment an alle, die da beteiligt waren. Hat ein bisschen Festivalcharakter, ne? Absolut. Toll. Also einen großen Applaus für alle, die hier jetzt angereizt sind. 140 E-Autos haben wir hier gezählt. So, und dann kommen wir zum dritten Platz, drittweiteste Anreise. Und ich suche hier mal was raus. Das Geschenk. So, wer ist das? Da gibt es nämlich ein Paket, ein Ausstattungspaket von der Firma Maske. Nee, der dritte Platz wäre dann Nürnberg, tatsächlich.
ist der Kollege aus Nürnberg hier auf der Bühne? Da unten. Ah, da bist du. Das heißt, du bist der dritte Platz. 600, wie viel Kilometer? 670. 670 Kilometer. Dritter Platz. Ja, herzlichen Glückwunsch aus Nürnberg. So, mein herzlichen Glückwunsch. Ein kleines Paket von der Firma Maske. Und auch du bekommst mein Hashtag-T-Shirt. Du hast es dir verdient mit dem Hashtag Reichweitenangstignorierer. Herzlichen Glückwunsch. Genau, also Platz 2, das haben wir jetzt, wir haben ja gehört, hier kommen zwei aus München. Da haben wir jetzt gesagt, dann... Wer kommt denn aus dem westlichen Teil Münchens und wer kommt aus dem östlichen Teil? Wir machen das jetzt so. Weil östlich ist weiter weg als westlich. Das stimmt, aber die Anreise aus München erfolgte vorgestern und nicht heute. Deswegen haben wir gesagt, okay. Kollege hier vorne, zweiter Platz für die Anreise aus München. Super, herzlichen Glückwunsch. Wie viele Kilometer waren es bei dir? Ich bin mir besser. Einen großen Applaus. Und ich komme mal mit Das muss man mal eben festhalten. Der Kollege ist über Saarbrücken gefahren und ist über 1000 Kilometer gefahren, ja? So kann man auch zu der weitesten Anreise kommen. So, hier ist ein ganz großer Fauxpas passiert. Wir haben Hansekisten bestellt und haben hier im Blumenthal Fegesacker Kisten bekommen. Du kriegst sie trotzdem, die Fegesacker Kiste mit Bremer Spezialitäten. Und natürlich bekommst du auch ein T-Shirt mit dem Hashtag Reichweitenangstignorierer. Herzlichen Glückwunsch. 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 Und du bist angereist mit einem? Kona Elektro. Kona Elektro, endlich mal kein Tesla. Das gleich. Man traut sich ja schon gar nicht mehr mit dem Tesla zu kommen, ne? So, Jens, Stefan, wer hat gewonnen? Wer hat die weiteste Anreise? Ja, du stehst tatsächlich richtig. Es ist jetzt nicht, es ist die weiteste Anreise am heutigen Tag und das sind die beiden hier, die aus München kommen am heutigen Tag. So, mein herzlichen Glückwunsch von Herrn Laudelei. Das ist dein Balkonkraftwerk. Wir müssen jetzt sehen, wie wir es zu dir kriegen. Wie seid ihr angereist? Wann seid ihr losgefahren heute Morgen? Nee, wir sind heute Morgen um 2 Uhr angekommen mit Modell 3. Was haben wir gebraucht? 13,0 kW. Ja, nicht schlecht. Ja, war nicht schlecht, aber ich habe gehört, es geht besser. Ja, hinterm LKW, ne? Habt ihr hinterm LKW rumökologisiert? Nee, nicht nur. Wir haben die schon vor uns vorgeschoben. Nicht nur. Je dichter man dran ist, desto besser läuft's. Seit wann habt ihr euer Model 3? Ein halbes Jahr jetzt. 30.000 Kilometer hat er jetzt runter. Und läuft super. Üblicher halt. Ganz normal. Das heißt, E-Mobilität macht irgendwie Spaß. Die Leute suchen sich immer neue Ziele aus, was dann natürlich auch wieder ökologisch irgendwie... fraglich ist, aber wenn die Mobilität so viel Spaß macht, dann muss das halt sein, oder? Ja, ist wohl so. Ich bin halt in ganz Europa unterwegs, deshalb bietet sich das halt an. Genau, Sonderpreis haben wir noch. Sonderpreis. Die Jury hat sich für einen Sonderpreis entschieden. Und zwar für ein Team, was ein Auto fährt, was wahrscheinlich keiner auf der Rechnung hat. Und zwar ist das ein Peugeot 106 Elektrik. Und neben mir steht der Thorsten. Das Auto ist Baujahr 1998 und das Auto ist ein ganz besonderes Auto. Nicht nur, dass es einen 28 Kilowattstunden Akku hat, den du, glaube ich, selber eingebaut hast. Ja, die Nickel-Cadmium-Akkus waren mir zu wenig. Also den gab es in den 90ern tatsächlich in Serie, aber es wurden nur sehr wenige davon verkauft, wegen des Kaufpreises von über 40.000 D-Mark. Aber du hast einen davon am Start und den hast du bis heute am Leben erhalten mit einem neuen Lithium-Ionen-Akku und das Auto hat eine besondere Geschichte. Das hat in diesem Jahr oder letztem Jahr? Das war 2015. Okay, ein paar Jahre her, aber an einer Rallye teilgenommen, die ging über 9 Länder mit 9 Hauptstädten in ganz Europa, über 4200 Kilometer. Und das Auto hat tatsächlich in dieser Rallye, die Wespe mag mich irgendwie, in dieser Rallye den ersten Platz gemacht, was die Fahrzeit inklusive, die Reisezeit inklusive Laden angeht. Möchtest du noch ein paar Worte dazu sagen, Thorsten? Ja, also mit dem Auto habe ich sehr viel erlebt. Das Besondere daran ist irgendwie, da haben auch Serienfahrzeuge teilgenommen wie BMW i3, Renault Zoe, e-Golf etc. Und die haben es auch wirklich ernst gemeint.
Und die haben es nicht geschafft, gegen meine damals 17 Jahre alte Karre anzukommen. Und ich hatte auf der Gesamtstrecke 9 Stunden Vorsprung. Und, Teslas sind da auch mitgefahren. Das war eine andere Kategorie. Die fuhren für sich alleine. Und ich war nur 12 Stunden langsamer als der schnellste Tesla. Mit einer 17 Jahre alten Kiste. Und deswegen denken wir, dass der Sonderpreis für euch verdient ist. Und der wird übergeben von Peter Nowak. Also nochmal ein Applaus für den Sonderpreis und auch hier gibt es ein T-Shirt. So, und jetzt kommen wir gleich zur Demonstrationsfahrt und jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen. Vom zweiten E-Day in Bremen-Blumenthal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die ganze Veranstaltung hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich würde mich riesig freuen. Und vielleicht treffen wir uns beim nächsten Event, wo auch immer, mal wieder persönlich. Könnt mich gerne ansprechen. Ich beiße nicht und ich hoffe, ihr beißt auch nicht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.